Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Grand Casino Tycoon. The Calypso hatten wir beim letzten Mal fertig gemacht, am Ende nochmal gegen die Wand gefahren, nachdem wir alle Ziele erreicht haben, aber ist ja auch wurscht. Wir gehen ins nächste Casino, The Augustus Palace. Das wird eine Herausforderung. Die verschiedenen Gruppen von Spielern mögen einander nicht. Expandiere langsam und halte sie voneinander fern. Verliere mehr Beliebtheit durch negative Events, erhalte weniger Beliebtheit durch positive Events. Okay, wir haben vornehme Spieler, wir haben, das dürften Touristen sein, yes, und wir haben Asse. Oha. Gut, schauen wir mal, wie es losgeht. Welcome to the one and only Augustus Palace. The gamblers in this casino won't like each other. Plan the layout carefully, so they can stay out of each other's way. Mhm. Okay, gut, dann müssen wir uns mal hier ein wenig umschauen. Ups, das wollte ich nicht. Lass wieder reinkommen. Ich muss jetzt gerade erstmal überlegen, wie ich das von der Logik her mache. Ich meine, wir haben jetzt drei Gruppen. Ich würde fast sagen, wir konzentrieren uns erst einmal auf eine. Welche nehmen wir denn als erstes? Was haben die denn für eine Routine? Also erstmal gehen sie was trinken und gehen zur Bar. Okay, dann schauen wir mal. Machen wir mal eine luxuriöse Bar. So, nehmen wir mal Champagner. Dann luxuriösen Mampf. Ich würde sagen, wir nehmen Meeresfrüchte. Na, ich glaube, ich mache erstmal. Na, nicht für Diner kommen. Ein bisschen Qualität müssen wir da. Sollten wir da ja schon drin haben. So, erstmal nur zwei Tische von jedem. So, Spielautomaten mit niedrigem Einsatz. So, Moment, der ist laut. Den wollen wir da nicht haben. Machen wir dich erstmal. Noch ein Tisch mit niedrigem Einsatz, drei Karten Pokertisch. So, und wir brauchen noch den Abort. Okay, dann würde ich sagen, können wir erstmal starten. It's Austin Powders on a mission. The same mission all posh gamblers are on. Getting their party on. Play that funky music. Sehr gut, hätten wir das schon mal. Den ersten Promi mit Austin Powders. Hello, a new casino in town. Oh, behave. So, warte mal, ihr liebt funky music. Dann sorgen wir auch mal für funky music. Na, da würden wir den Durchgang mit versperren. Machen wir das hier hin. Also ich würde sagen, wir könnten ja schon mal eine Wand. Klassische Raumteile oder gibt. Ne, komm, wir machen hier den klassischen. Also dann ziehen wir mal hier so bis zur Kasse. Dass auch jeder nur in seinen Bereich kommt und die sich gar nicht erst auf den Senkel gehen können. Warte mal, können wir den noch hier erweitern? Ne, gehen nicht. So, hoffen wir mal, dass wir möglichst schnell in die schwarzen Zahlen kommen. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Dekoration. Und wir schauen mal.
ein bisschen am Tempo. Und so laut haben wir nirgendwo. Musik haben wir da, größtenteils. Ja, also wir müssen einfach mal schauen, dass wir jetzt erstmal in die Gewinnzone kommen, bevor wir uns jetzt hier, wer weiß, was für einen Kopf machen. Aber ich sehe schon, leider ist der Tisch nicht das, was die haben wollen. Aber echt nur den einen, weil mal Crabs haben wir doch hier noch. Oder Roulette. Ah, 25.000, ja gut, ist zwar ein bisschen was, aber wir holen uns das mal. Leider ein bisschen unschick in die Ecke, aber noch haben wir halt nicht die räumlichen Möglichkeiten, uns hier vernünftig alles zu geben. Okay, jetzt finden sich doch mal hier beim Drei-Karten-Poker welche ein. Aber dafür nicht beim Roulette. Das ist doch Käse. Vielleicht sollten wir aber auch weitere Automaten aufstellen. Sexy environment. Here's my room number, baby. Ich bin halt echt unschlüssig, wenn ich expandieren soll, also hier erweitern, weil halt... Warte mal, wir haben doch schon das höchste Tempo. Ich finde das immer so doof, hier wird ja angezeigt, dass ich eigentlich den Verlust mache, aber es hält sich ja relativ, ne? Ja, sagte er und machte mehr Verluste. Den hauen wir mal weg, der ist offensichtlich nicht beliebt. Und es fehlen den Leuten Spielautomaten, das ist doch Käse. So, Gastronomie ist eher so, ne? Ich glaube, ich möchte mal eine Kamera aufstellen und alles hier beobachten. Ich bin jetzt natürlich nicht so toll, klar, aber ich will halt entsprechend hier Infos haben über die Bewertung. Haben wir hier schon eine Bewertung? Noch nicht. Zwei weitere brauchen wir dann noch. Fünf Sterne, perfekt. Oh, jetzt habe ich schon ein neues Casino freigeschaltet. Nett. Was habe ich denn für eine Trophäe? Muss ich gleich erstmal schauen. Wir spielen natürlich weiter. So, welche haben wir? Ah, Einnahmen durch geringe Einsätze. Schön. So, Champagner ist nicht die beste Wahl und Meeresfrüchte scheinbar auch nicht. Gut, das heißt, da werden wir auf jeden Fall nochmal nachjustieren müssen. Machen wir dann Steak-Restaurant. Ja, guck, dass der passt, war ja klar. So, dann verkaufen wir dich mal. Zack. Machen dafür eine Weinbar. Und wir verkaufen dich. Und dafür gibt es Steaks. Nom nom nom. In der Hoffnung, dass da die Bewertung besser läuft. Ich bin mal optimistisch, das dürfte klappen. So. Vier Leute müssen hier nochmal Wein bestellen. Wie schaut es hier aus? Wie viel brauchen wir da noch? Da brauchen wir noch 8. Okay, sobald wir das haben, haue ich dann noch die Kamera weg. Ich will nur sicher gehen, dass wir hier... Yes, da haben wir die 5-Sterne-Bewertung. Wunderbar. Cocktails taste like it's 1970. Yeah. So, komm, bitte einmal noch hier die Bestätigung. Zwei Leute bitte Essen holen. Danke, einer noch.
Yes, geht auch. Dann verkaufen wir mal die Kamera, damit auch das Ambiente nicht mehr stört. Okay, 180. Das wäre die Masterstelle. Aha. 180 Ingame-Minuten wohlgemerkt, okay. Müssen wir gleich mal schauen. So, wir sind auf jeden Fall in der Pluszone, das ist schon mal super. So, wir positionieren dich einmal um, hier in die Ecke. Dann machen wir nämlich hier den Bereich für die nächste Gruppe, nämlich für die Touristen. Die brauchen auch jeweils Luxus. Wie ist denn die Routine? Erstmal gehen sie was futtern, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hinten das Essen hin. Dann nehmen wir hier die Meeresfrüchte. Ich kann mir vorstellen, dass die das vielleicht eher präferieren. Und dann brauchen die eine luxuriöse Bar. Dann nehmen wir dann hier den Champagner. Dann spielen die an Spielautomaten mit hohen Einsätzen. Die müssen wir allerdings erst erforschen. Videopoker mit hohem Einsatz. Spielautomateinstellung. Erlaubt es uns die Wetteinstellung in unseren... Ah, okay. Jackpot-Einstellung, ja. Für später auf jeden Fall. So, Moment, die mögen es laut, ne? Sehr schön, du bist laut. Ah ja, ne, die hassen zumindest nicht laut. Die lieben es, aber wobei die lieben... Doch, die hassen laut, verdammt. Ah, da habe ich jetzt zu spät nachgeguckt. Gut, dann müssen wir dich nehmen. Du bist nämlich schön leise. Okay, dann machen wir erstmal noch... Was ist das Problem hier bei euch? Ihr wollt mehr Spielautomaten, ne? Machen wir es einmal so. Okay, okay, okay. So, spielen. Warum ist denn... Konnten keine Spieltische... Ach, Spieltische fehlen euch. So. Jetzt kommt keiner mehr an diesen einen Sitzplatz ran. Ist jetzt auch nicht so, wie ich es haben wollte. Puh. Wir machen es anders. Pass auf, wir schieben mal hier hinten ein bisschen. Moment, ich muss mal umpacken. So. Wir lassen es jetzt erst einmal so. Mit weiter fleißig Geld reinkommt. So, wir müssen uns jetzt immer noch um die Touristen kümmern. Mayflower has visited my establishments all over the world. She and the tourists always come in swarms. They'll be hungry and thirsty. A real stress test for our gastronomy. Okay, sie liebt es, Party zu machen. Sie ist gerne in der Nähe von Schweinemenschen. Sie trinkt gerne, verträgt aber nicht viel. Wir wissen nicht viel über Mayflower, bis darauf, dass sie in ihrem Heimatland einen großen Reiseblog schreibt. Sie muss für diese Reise ziemlich viel bezahlt haben, also können wir vielleicht auch von ihr profitieren. Okay, da müssen wir jetzt erstmal schauen. So, Spielautomat mit hohem Einsatz. Machen wir erstmal dahin. Ach, wir haben ja schon alles freigeschaltet. Okay, cool. So, Gastronomie. Und für die Cocktailbar natürlich auch ein paar Tischchen. So. Beruhigende Musik, Clubmusik. Oh, jetzt hängen aber gerade... Was war das denn jetzt gerade? Habt ihr das gesehen? War ein bisschen Ruckelparty.
konnte keine freien Buffets finden. Warum? Hier ist doch Meeresfrüchte. Irgendwie sind die gerade ein bisschen verbuggt. Kann das sein? Ich positioniere das mal um. Weil Gastronomie ist gerade ein ziemlicher Fuck-up. Muss ich gestehen. Oh, wir müssen jetzt aber mal aufs Geld gucken. Und das schrumpft, obwohl hier ein dickes Plus steht. Was ist da los? Na, endlich. So, aber was spielt ihr denn? Ach, das müssen wir auch noch erst herausfinden. So. Reisebloggerin ist jetzt auch wieder am Start. Kann wieder nichts finden. Moment, ach. Ich finde kein freies Business-Buffet. Brauchen wir hier was anderes? Okay, gut. Dann brauchen wir hier vielleicht auch... Wobei, wir haben hier nur luxuriöse Getränke. So, jetzt hängst du hier leider ein bisschen in den Seilen, beziehungsweise fest. Also so, hoffen wir mal, dass die gleich nochmal wiederkommt. Da ist sie. Ja, die wollte hier hin. Alles klar, warte mal, dann machen wir das doch so. Dann verkaufen wir mal das Meeresfrüchte-Buffet. So, wie ist eure Routine? Tisch mit niedrigem Einsatz. Alles klar, dann machen wir mal hier einen Roulette-Tisch. Und einen Poker-Tisch. Dann schauen wir mal, worauf ihr hier Lust habt. Ich würde auch vorschlagen, wir könnten es mal versuchen, mit einer Kamera herauszufinden. Das wollte ich nicht, entschuldigt. Muss ich einmal rausgehen. Zwei Sterne nur, leider. Und hier fünf Sterne. Okay. Sehen wir auch, welche die Präferenz haben? Nee, ne? Wie ist denn hier eure Bewertung? Immer noch nicht genug. Und am Ende, klar, die Kamera, die zieht es gerade deutlich runter. Wie sehen unsere Finanzen aktuell aus? Wollen wir ein Darlehen aufnehmen? Ich bin... Na, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. So langsam kommen wir wieder in die Gewinnzone, das ist gut. So, drei Sterne hat Videopoker leider nur. Oh, auf Champagner habt ihr gar keinen Bock. Na, wobei, so langsam steigt die Präferenz, okay. Scheint euch vielleicht doch zu gefallen. So, machen wir das mal weg, damit das Ambiente mal wieder ein bisschen besser fluppt. So, wir haben das nächste Ziel erreicht. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch 125 Spieler als nächstes. Und die Beliebtheit hochschrauben. Aber warum bewegt ihr euch nach hier hinten? Wahrscheinlich, weil da nicht genug Tische sind. Warte mal.
Wir drehen mal die Tische. Gonna swing somewhere else. Bye. So, und für euch hier machen wir nochmal da einen Tisch. Warum rennt ihr überhaupt alle hier hin? Ach, weil... Moment, ihr rennt aufs Klo. Das ist, liegt an der Routine. Ihr rennt aufs Klo und wollt dann an einem Spieltisch spielen. Und der steht natürlich direkt vorm Klo. Heißt, den müssten wir eigentlich verkaufen. So. Ich glaube, wir brauchen vielleicht auch einfach mal ein zweites Klo. Warte mal, euch packen wir jetzt doch wieder nach hinten. Wir haben jetzt festgestellt, dass es nicht daran lag, wo ihr positioniert wart, sondern daran, dass das Falsche da war. Wir machen hier erstmal noch... Ach, ich merke gerade, ich habe ein bisschen überzogen, sorry. Ja, dann machen wir jetzt erstmal an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski!